Okay, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache hier an Optimieren oder optischen Sachen, würde ich ganz gerne unten bei den Wasserpumpen für die Steam Engines einen extra Stromkreislauf machen. Wurde schon mehrfach vorgeschlagen. Ich habe es nur irgendwie immer verdrängt. Aber ich denke, das wäre eine echt gute Idee. Also, dass die Dinge hier durchgehend laufen, auch wenn wir keinen Strom im Hauptnetz haben. Dafür bräuchte ich eigentlich nur ein paar Akkus. Davon welche und ein, zwei Solarpanels. Und dann reicht das hoffentlich schon. Das heißt, ich muss eigentlich nur dich abreißen, dich abreißen. Ja, es war jetzt vielleicht keine gute Idee, das sofort zu machen. So. Und das dann hier. So. Sieht nicht gerade schick aus, aber ja. Brützel, brützel. Ja, ist klein. Das stimmt. Ich denke nicht, dass die zwei Solarpanels erschaffen, die da komplett aufzufüllen. Außerdem wird es bald bestimmt Nacht. Ja, bau einfach nochmal mehr davon und noch mehr davon. Oh, ich könnte es ganz kurz anschließen. Dann müsste es ja einmal instant aufgefüllt werden. Ja, viel besser. Das heißt, die Kapazitoren hier unten werden jetzt aufgefüllt und haben dann einen größeren Puffer, falls hier mal Regen kommt oder Schnee oder irgendwas in der Richtung. Wobei die Seite eigentlich gar nicht gut ist, fällt mir gerade auf. Weil hier sollte doch eigentlich später das weiter erweitert werden. Ja, nicht gut. Bau noch mehr davon. Und es fängt sofort an zu regnen. Das ist... Grrr. Okay, machen wir das so. Das da oben kann jetzt gekappt werden. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel Strom wir verbrauchen. Wenig. Also ich würde das ganz gerne hier hinten bauen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen davon irgendwo hier hinten. Ja, einfach dahin. Und dann reicht der Platz hier. Okay, das heißt, machen wir ein paar mehr Solarpanels. Zip, zip, zip. Dann reißt du die Solarpanels hier ab. Zip, zip. Und baust die da neu auf. Schön ist das anders. Was funktioniert so erstmal? Das heißt, die Dinger sollten jetzt... Ich glaube, ich brauche noch mehr von denen. Das sollte jetzt autark sein. Da gucke ich ganz schön schnell runter. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, nee. Nee. Das gefällt mir so überhaupt nicht. So. Weg. Mach die mal auf eine Höhe, dass es einigermaßen passt. So. Dahin. Das wird eine richtige Anlage hier. Nimmt jetzt ein bisschen mehr Platz weg. Platz, den ich eigentlich für die Boiler hier nutzen wollte. Aber dann kommen die Boiler halt da drüber. Ja, jetzt habe ich gerade die vollen Akkus gekappt. Das ist auch nicht so schön. Reichen die nicht? Die Solarpanels machen gerade gar nichts. Okay, dann müssen wir euch kurz anschließen. Jetzt müsstet ihr wenigstens Strom haben. Angriff von oben, das ist okay. Forschung. Was wollten wir? Wir wollten Laser-Turrets, glaube ich. 450. Ein bisschen teuer, oder? gut, machen wir.
So, das war die eine Sache. Dann, also dass das hier autark ist. Ich muss nur dran denken, sobald es gleich aufhört zu regnen und anfängt Tag zu sein, dass ich das Ding da wegreiße. Dass wir keine Wasserprobleme haben, wenn der Strom mal eng ist. Dann die Force Field Mauern. Die verbrauchen ziemlich viel Strom, ja. Aber die verbrauchen sie wohl nur, wenn sie die Mauer aufbauen. Beziehungsweise wenn sie Schaden reparieren. Das heißt, es ist nur am Anfang sehr hoher Stromverbrauch und später sollte es okay sein. Das heißt, ich sollte definitiv damit noch ein bisschen rumexperimentieren, wenn nachher alles stabil ist. Jetzt, ja, geht so, was Stabilität angeht. Was ist mit Magneten, den grünen Platten und so weiter? Die haben wir alle noch hier unten. Das würde ich gerne anders regeln. Ja, wobei, es ist eine schöne Lavalampe hier. Wie schaut's aus mit grünen Platten? Gib mir mal... Wir haben definitiv genug grüne Platten, ne? Genau, nicht mehr beschränkt. Du hast doch ein bisschen länger was zu tun. Ich arbeite mal schneller. Ich hätte gerne alle Magnete. So, okay. Das sollte jetzt dafür sorgen, dass ich hier ein bisschen mehr basteln kann. Superconductor. Die... Habe ich noch nie automatisiert, oder? Nö. Okay. Dann geh doch mal hier rein. So, du stellst bitte her. Superconductor. Dafür brauchst du Magneten, Stahl und braune Chips. Magnete. Braune Chips. Und Stahl. Muss nicht ganz so viel sein von allem. So. Huge. Rein, raus. Beschränken auf, sagen wir mal, 3 Stacks. Das ist schon ziemlich großzügig, weil die Dinger sind doch recht teuer. Und ich hätte ganz gerne eine bessere Fabrik dafür. Oh, kein Brass und kein Alu. Und ich glaube, ich brauche bald mehr Slots. Gib mir, wenn wir es überhaupt haben, Brass, 1 Stack. Und Alu, 1 Stack. Ja, komm, angeflogen. Sehr gut, sehr gut. Ja, gib mir mehr Alu. Das ist jetzt irritierend. Achso, Roboter sind alle ausgelastet, deswegen kommt kein Alu an. Ah ja, schon viel besser, viel, viel besser. Okay. Bau, das da. Die hätte ich schon mal gerne alle. Und die hätte ich gerne schneller, damit wir schneller mehr davon haben. Damit ich... Oh. Das ist alles okay. Damit ich halt mehr von dem Replicator-Mod-Zeug bauen kann. Und ich sollte mal die ganzen Leichen rausschmeißen. Hier wird auch recht viele dabei. Da. Oh, eine Berserker-Leiche. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also sind schon so weit, dass jetzt auch Berserker kommen. Was mich daran erinnert, mehr Fokus auf Kampfsachen zu setzen. Wir waren jetzt komplett einmal rum. Nein, waren wir immer noch nicht. Oh Gott. Das habe ich jetzt auch schon seit zig Folgen, dass ich das machen wollte, dass die Türme endlich einmal komplett rum sind. Auch wenn die gar nicht wirklich reichen. Was fehlt jetzt? Braunes Zeug. Die braunen Klumpen war einfach irgendwas einschmelzen, richtig? Also erstmal gucken, ob ich braune Klumpen im System habe. Gib mir braune Klumpen. So. Hier hätte ich eine Schmelze. Nur wenn wir rosa Zeug einschmelzen, dann kriegen wir die braunen Klumpen. Aber da kommt schon was angeflogen, das ist sehr gut. Bau 20 von den Türmen. Das sollte jetzt eine Folge oder so dauern. Bis die alle gecraftet sind. Ja, ich brauche mehr Unicom-Zeug, fällt mir gerade auf. Ich brauche allerdings auch eine stabile Basis. Das heißt, ich baue jetzt die Fabriken, die ich auch schon seit einer Weile bauen wollte, nämlich die für Capacitor und Solar Panels. Und die können einfach wohin?
Einfach hier in die Mitte irgendwo. Ja, weil am Rand haben wir die mit Flüssigkeiten. Also hier mit der Ferric Solution, hier mit Schwefelsäure. Aber hier in der Mitte können ganz normale Dinger hin. Das heißt, ich hätte gerne mein Blueprint, wenn ich das überhaupt noch habe. Blueprint? Blueprint. Mist. Okay, abbrechen, 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 abbrechen. Danach nochmal neu bauen. Gib mir ein Blueprint. Komisch, dass es verschwunden ist, aber gut. Das heißt, ich bräuchte jetzt eine leere Version davon. Also sagen wir mal hier. Das heißt, dim, 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 rein und wir haben kein Ärmchen. Nein! Okay, klaue einfach irgendwo hier ein Ärmchen da hinten. Blaue Ärmchen, her damit. Und beschränkt die mal auf 2. Ja. Wo war mein Vor? Da. So, davon machst du jetzt bitte einen Blueprint. So. Jupp. Und das setzt du dann bitte da und dahin. Und da und dahin. Abdeckung ist hier gewährleistet, weil die Augstation direkt daneben steht. Sehr gut. Fabriken allerdings. Weiß ich gar nicht, ob wir die haben. Ne, wir haben noch keine Fabriken. Fabriken bauen. Das dauert noch. Gut, dann setze ich die halt selber. Flop, 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 flop. So, ich hätte gerne hier MK0. Die da. Hier hätte ich dann gerne MK1. Und hier genauso mit den Akkus. Und die brauchen jeweils braune Chips, Magnete und Copper. Braune Chips, Magnete und Copper. Okay. Das heißt, dich stellen wir so ein. Magnete. Braune Chips und Kupferplatten direkt. So, Kupferplatten können ruhig 100 bleiben. Die hier sollten mal so auf 50 runter und die auch. Das kopieren wir, fügen wir da ein. Und hier sind es die Vorgängermodelle, braunen Chips und Superconductor. Was das Teure daran ist. So, und die Kisten beschränken auf, sagen wir mal, 2 Stacks. Beschränken, 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 beschränken. So, Superconductor. Nicht so viele. Nee. Braune Chips. Und das Vorgängermodell. Also hier die Capacitor. Da reichen auch 10. Und hier die Solar Panels. Da reichen auch 10. So. Und jetzt sollten wir die einfach so machen lassen können. Und irgendwann haben wir dann stackweise sowohl Akkus als auch Solar Panels. Es regnet schon wieder. Kann ja wohl nicht angehen. Ohne Grumpf. Aber unten bei unseren Brennstoffkisten ist alles. Was macht ihr da? Habt ihr gerade Kohle nach oben? Was ist da los? Achso, das ist immer noch die alte Kiste hier unten. Ja, okay. Was ist mit euch? Ihr habt durchgehend 200 drin. Das ist okay. Gut, kappen wir jetzt mal die Geschichte hier und gucken, wie das dann funktioniert. Blub. Hält eine ganze Ecke mit den Akkus, hm? Ja, kann ich mit leben. Gut. Sand klaue ich nochmal für oben. Und die Türme, wie ich erwartet habe, sind immer noch eine ganze Weile am Craften. Das ist soweit okay. Was hatten wir noch an Problemen? Nix wirklich. Ich wollte mich darauf konzentrieren, dass wir möglichst richtig, richtig, richtig viel Strom haben. Das ist jetzt dank der Dinge an Arbeit. Dass wir nach und nach alle Solar Panels auf MK2 bringen und alle Akkus auf 2 und die Lücke hier füllen. Und dann sollten wir irgendwie 20 Gigajoule oder so Puffer haben. Das sollte dann langsam reichen. Oh, und ich wollte noch die Landfill-Geschichte zu Ende machen. Dass wir hier wirklich unsere eigentlichen Grenzen mal haben. Und dann hier unten auch Fabriken aufbauen. Das heißt, ich sollte jetzt eine Fabrik bauen, die Landfill baut.
Ach so, ich habe was vergessen hier unten. Ärmchen von da nach da, Ärmchen von da nach da. Das heißt, die Kisten hier brauchen wir eigentlich gar nicht, richtig? Ja, ich wüsste nicht, wozu wir MK0-Version im System irgendwie brauchen. Bitteschön. Bitteschön. Und Chips sind Mangelware? Ja, nee. Das muss ich auch noch alles umbauen. Deswegen hätte ich ganz gerne unten da schon fertig. Ich möchte das unten alles neu aufbauen. Ich brauche wesentlich mehr braunen Chips. Und alle Subkomponenten von den braunen Chips wahrscheinlich. Wobei ich denke, Holzplatten und die Platten da brauchen wir keine neuen Fabriken für.